Ja, hi, mein Name ist Laura Geisbüsch. Heute geht es weiter mit dem Teil 3 meiner Videoserie zum Thema E-Mail-Marketing. Und ich habe ja letzte Woche schon verraten, dass es heute um das Thema Betreffzeile gehen wird. Vorab muss ich euch da leider schon enttäuschen. Ja, es gibt keine perfekte Wunderformel für die Betreffzeile. Da kommt es wirklich darauf an, dass ihr eure Betreffzeilen wirklich ständig testet. Ja. Es ist bei mir ganz häufig der Fall, dass ich eine Betreffzeile kreiere, die ich super gut finde, wo ich denke, bam, da wirst du total die Öffnungsraten haben, und schicke die E-Mail dann raus und dann sehe ich aber, die Öffnungsrate ist nicht so hoch wie erwartet. Dann nehme ich einen meiner Meinung nach schlechteren Betreff und die E-Mail wird häufiger geöffnet. Ja. Man soll da wirklich nicht vom eigenen Empfinden ausgehen, sondern man muss immer gucken, wie reagiert meine Liste auf verschiedene Betreffzeilen. Und deswegen ist das Testen auch so super wichtig. Die Betreffzeile sollte aber allemal den Leser zum Öffnen animieren. Ja? Ihr müsst den neugierig machen, ihr könnt den auch schocken. Ihr müsst den geradezu mit eurer Betreffzeile dazu zwingen, eure E-Mail zu öffnen. Ja, die Betreffzeile ist entscheidend darüber, ob eure E-Mail direkt im Papierkorb landet oder ob der Leser sich die Mühe macht und den Rest eurer E-Mail auch noch liest. Ja? Und deswegen müsst ihr da wirklich schauen, dass ihr keine langweiligen Betreffzeilen verwendet, ja, die schon jeder benutzt. Und was ihr unbedingt vermeiden solltet, ist, dass in der Betreffzeile schon ersichtlich wird, dass ihr was verkaufen wollt. Ja, wenn ihr zum Beispiel das Wort Angebot mit in die Betreffzeile nehmt, da denkt der Leser sich schon direkt, oh Gott, der will mir was verkaufen und deswegen öffne ich die E-Mail jetzt nicht. Ja, also ihr müsst wirklich darauf achten, dass es neugierig macht und dass euer Angebot in der E-Mail versteckt ist und nicht direkt in der Betreffzeile ersichtlich ist. Ja. Und ich mache das ganz häufig so, dass ich die Leser halt wirklich mit Betreffzeilen schocke, die nicht ladylike sind. Ja? Zum Beispiel verwende ich, um Werbung für mein Freebie zu schalten, die Betreffzeile geht Google dir auf die Eier. Ja? Das ist nicht ladylike und auch nicht so, wie es sich für eine Frau gehört, aber es kommt beim Leser an, ja, weil er liest sich das durch und denkt sich, okay, von einer Frau kommt jetzt die Betreffzeile. Womöglich ist ihm Google wirklich mal auf die Eier gegangen, auf gut Deutsch gesagt. Und dann will der Leser natürlich erfahren, was schreibt die Laura mir da. Und so solltet ihr halt auch wirklich versuchen, Witz oder schockierende Worte mit in eure Betreffzeile zu bringen. Und dann wird eure E-Mail zumindest mal geöffnet. Und das ist ja das Ziel. Ja? Der Leser soll ja die Produkte, die ihr in eurer E-Mail bewerbt, auch kaufen. Und dadurch müsst ihr den auch erstmal neugierig machen. Sehr, sehr viele haben ein Problem damit, E-Mails zu schreiben. Und denen rate ich dann wirklich auch, dass sie das E-Mail-Marketing outsourcen. Dass andere die Texte für sie schreiben. Weil E-Mail-Marketing macht ja wirklich den Hauptteil der Einnahmen im Online-Marketing-Geschäft aus. Und da sollte man dann auch nicht zu geizig sein, da rein zu investieren. Und wie ihr ja auch wisst, kommt jeder in E-Mail-Marketing investierte Euro auch um das Vierfache zurück. Ja, vielleicht müsst ihr da anfangs ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Aber wenn es einmal läuft, ja, eure Liste wächst und ihr Produkte bewerbt in euren Newslettern, kommt das Geld ja auch wieder rein. Deswegen sollte man im Übrigen auch nicht beim E-Mail-Marketing-Anbieter sparen. Ja, da sollte man wirklich auch einen guten verwenden. Wer jetzt zunächst einmal nicht outsourcen möchte und erstmal ein bisschen selber Erfahrung sammeln möchte, der sollte sich in die Verteiler von den Online-Marketing-Profis eintragen, ja, bei Dr. Oliver Pott, Thomas Klusmann, Daniel Dirks, Chris Stellies, und wen ich jetzt auch noch alles vergessen habe, ja, es gibt sehr, sehr gute, und auch bei den amerikanischen Profis, ja, sollte man sich eintragen, weil da, die schreiben die E-Mails nochmal ganz anders und da sollte man halt auch wirklich versuchen, ja, sich ein bisschen was von denen abzugucken und wie schreiben jetzt die Profis ihre Betreffzeilen, und da kann man sehr, sehr viel von lernen. Und ja, es
ist halt sehr, sehr wichtig, dass ihr wirklich testet. Ja? Was ich zum Beispiel mache, ist, dass ich bei Viral-Mailern zum Teil viel, viel aggressivere Betreffzeilen verwende, weil es halt eben nicht meine Leser sind. Und die in meiner eigenen Liste werden etwas sanfter behandelt, ja, weil ich möchte mir ja auch keine Leute verkraulen. Aber bei Viral-Mailern ist es wirklich häufig so, dass die Leute am Tag zig E-Mails erhalten und da muss man wirklich mit dem Betreff rausstechen und deswegen könnt ihr da auch ein bisschen aggressiver, schockierender vorgehen. Ja, das war's zum Thema Betreffzeile. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und ihr setzt euch nun ran und tüftelt fleißig schockierende und neugierig machende Betreffzeilen aus. Und im nächsten Video geht es dann um den Aufbau einer E-Mail. Ja, was ist beim E-Mail-Schreiben zu beachten? Ich freue mich schon darauf und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin, eure Laura.